Wie ihr bestimmt schon bereits wisst, möchte ich auf diesem Kanal das perfekte Foto-Video-Setup zusammenstellen. Dazu gehört Kamera, Objektiv, Stativ, aber natürlich auch, ganz wichtig, der Ton. Deswegen möchte ich euch heute das Holland Luck Max vorstellen. Legen wir los! Ich möchte es einmal erwähnt haben, das Video ist nicht gesponsert. Ich habe mir das Mikrofon irgendwann einmal gekauft und seitdem eigentlich fast immer benutzt. Nur wieso das Holland Luck Max und nicht irgendein anderes Mikrofon, wie zum Beispiel das DJI Mic 2 oder das Rode Wireless Pro. Da gibt es jetzt verschiedene Gründe. Der erste Punkt ist erstmal der Preis. Am Anfang wurde das Holland Luck Max ja noch mit dem DJI Mic 1 verglichen und mit dem Rode Wireless Go 2. Diese haben alle noch irgendwie und um die 200 Euro gekostet und da konnte man noch gut sagen, ja gut, jetzt kann ich einfach das Holland Luck Max nehmen, ist ja nicht viel teurer. Jetzt, wo es aber neue Alternativen gibt, wie zum Beispiel das DJI Mic 2, was über 400 Euro kostet und das Rode Wireless Pro, was auch über 400 Euro kostet, sticht das natürlich heraus. Bei dem Rode Wireless Pro muss man dazu sagen, da werden zwei hochwertige Lavalier-Mikrofons beigeliefert. Da möchte ich mich jetzt also nicht so viel kritisieren. Bei dem DJI Mic 2 muss man aber dazu sagen, man zahlt hier hauptsächlich für ein Pro-Feature, nämlich 32 Bit. Was ich aber nicht gebrauchen kann, was ich in diesem Video auch noch genauer erklären werde. Der nächstwichtigste Punkt ist natürlich auch der Klang. Und hier kann ich euch sagen, da hat das Holland Luck Max schon früher bei den älteren Videovergleichen wirklich wunderbar abgeschnitten. Einige Filmemacher haben erwähnt, dass das Holland Luck Max sich einfach besser anhört als das Rode Wireless Go 2 und das DJI Mic 1. Und da sich jetzt auch nicht viel verändert hat an der Klangabstimmung von dem DJI Mic 2, würde ich auch jetzt nochmal einfach sagen, dass sich das auch einfach noch immer noch sehr, sehr gut anhört im Vergleich zu dem DJI Mic 2. Das, was ich an dem Klang so gut finde, ist einfach die Klarheit. Man hört irgendwie alles raus, es ist halt einfach klar, es hat ein schönes EQ. Trotzdem füge ich immer noch mal ein weiteres EQ auf die Aufnahme hinzu. Ich weiß nicht, wie es dazu gekommen ist. Ich mache das mittlerweile bei jedem Mikrofon. Bei meinem Shure SM58 mache ich das, aber auch bei diesem hier. Das gibt dem Ganzen nochmal so den letzten Kick. Das mache ich dann in Audacity. Aber auch so würde ich mit dem Sound natürlich auskommen. Ich mag den Sound wirklich sehr, sehr gerne. Der nächste Test, der bei Wireless-Mikrofonen immer gemacht wird, ist natürlich der Reichweitentest. Und hier hatte ich bisher auch immer keine Probleme mit. Ich hatte das Mikrofon in der Türkei mal mitgenommen und da habe ich auch so eine Art Aufnahme gemacht. Und das war wirklich vollkommen ausreichend. Hierbei muss man nur sagen, es ist halt so eine Art Mikrofon mit 2,4 GHz Datenübertragung. Das heißt, wenn man sich jetzt theoretischerweise umdrehen würde, dann würde das Auto vielleicht abbrechen, da man keinen mehr direkten Sichtkontakt hat. Das geht bis zu 10 Meter noch gut, ist aber dann ab diesem Zeitpunkt irgendwie dann nicht mehr so stabil. Ich zeig's euch mal. Jetzt rede ich ein bisschen, Und jetzt solltet ihr mich vielleicht nicht mehr hören. Wenn ihr mich jetzt noch hören solltet, dann wäre ich beeindruckt. Aber das ist leider bei allen Mikrofonen so. Das Rode Wireless Pro und auch das DJI Mic 2 haben halt auch nur mal dieses 2,4 GHz Übertragungssystem und würden in dieser Reichweite dann auch mit nicht direktem Sichtkontakt abbrechen. Dann müsste man sich schon teurere Systeme holen, wie zum Beispiel das Daiti Teos System, was aber dann auch 1000 Euro kostet. Und das ist dann natürlich auch wieder ein ganz andere Zielgruppe, die da angesprochen wird. Ich finde jetzt aber bei direktem Sichtkontakt kann ich das schon wirklich nutzen. Jetzt könnte man sich noch fragen, wofür sollte man das bitte nutzen? So weit würde ich doch niemals weggehen. Ich zeige euch, warum. Nämlich für so welche Aufnahmen. Ich will mir gerade auf meiner Sony A77 mit dem Tamron 70 bis 300 mm. Das ist sozusagen schon mal so eine kleine Vorschau, wie es dann auch mit meinem späteren zukünftigen Objektiv aussieht. Als nächstes möchte ich mir nämlich ein Sigma 150 bis 600 mm kaufen. Und ja, dann wird die ein oder andere Aufnahme natürlich auch damit auch mal mit drin sein. Und ich hoffe, wenn ich das jetzt sage, ist der Autofokus gerade auf mir und nicht irgendwo im Hintergrund. Außerdem der Windpuschel, den ich hier gerade drauf habe, der ist mit in der Verpackung mit drin. Also den müsst ihr euch nicht noch einmal dazu kaufen. Das ist wunderbar, das ist eine Erleichterung, Geldersparnis, auch noch mal so gesagt. Außerdem, das was ich vergessen habe, man kann ja auch noch eine interne Aufnahme starten. Falls also die Verbindung abbrechen sollte, hat man hier immer noch mal ein Backup und einfach noch mal so eine Sicherung, dass dann am Ende nicht der Ton weg ist. Habe ich jetzt aber hier nicht gemacht. Jetzt könnte man noch eventuell meinen, dass man das Holland Luck Max doch gar nicht mehr mit diesen neuen Mikrofonen wie dem DJI Mic 2 Rode Wireless Pro vergleichen könnte. Denn das ist doch hier viel älter als die und doch eigentlich auch veraltet. Alle Features außer ein einziges, dass das DJI Mic 2 oder das Rode Wireless Pro hat, hat auch das Holland Luck Max. Zum Beispiel die Geräuschunterdrückung ist hier auch drin, die ich übrigens auch viel, viel besser finde als die zum Beispiel
Beispiel von DJI. Ich finde, bei DJI hört sich das nochmal wirklich nochmal ein bisschen halt geräuschunterdrückungshaft mäßiger an. Da hört man wirklich nochmal dieses Technische dahinter. Hier ist es wenige davon. Ich finde, du kannst das hier noch wirklich sehr, sehr gut nutzen, ohne wirklich Klangqualität verloren zu haben. Aber auch alle weiteren Features, die man irgendwie brauchen könnte, sind hier mit drin. Du hast hier verschiedene EQ-Einstellungen, einmal so ein Voice Boost, einmal noch so ein, wie heißt es, so ein Low- oder High-Cut-Filter. Du kannst hier den Sound einstellen und irgendwie alles ist hier mit drin, was man irgendwie brauchen könnte. Ich finde das Mikrofon einfach toll. Jedoch habe ich eine Anmerkung zu machen, welche Dinge mir aufgefallen sind. Mir ist zum Beispiel aufgefallen, dass wenn man die Lautstärke an diesem Regler verändert, zum Beispiel von minus 3 auf minus 6, dass sich an der Lautstärke, gerade das, was ich eigentlich verändern sollte, wenig ändert. Aber eine andere Sache ändert sich, nämlich ein Kompressor wird auf die Stimme drüber gelegt. Das heißt, auf Lautstärke minus 10 sind dann diese Lautstärkenunterschiede in der Stimme schon viel mehr bemerkbar, als wenn man mit minus 4 filmt, aufnimmt. Am Anfang fand ich das noch komisch und kritisch und habe mich auch ein bisschen darüber aufgeregt. Momentan würde ich sogar sagen, ey, ich finde das super, so muss ich das dann nicht noch in der Nachbearbeitung machen, denn das mache ich sowieso immer noch mal in Audacity. Ich will ja nicht immer manuell noch hinterher dann die Audio-Levels anpassen mit Keyframes, das ist nervig, das hat also das sozusagen direkt schon mit drin. Ist am Anfang nur komisch, wenn man es nicht weiß. Aber auch eine weitere Sache ist mir aufgefallen, negativ. Und ich weiß jetzt nicht, ob das bei jedem kabellosen Mikrofon so ist, ich habe es halt nur jedenfalls bei mir bemerkt. Nämlich, dass wenn man das Mikrofon halt jetzt über kabellos halt jetzt erstmal aufnimmt, dann ist da ein gewisses Grundrauschen vorhanden. Das erstmal nicht schlimm ist, aber dieses Grundrauschen habe ich halt nicht bei der internen Aufnahme. Da höre ich auf einmal gar nichts. Diese ist dann auch erstmal ganz leise, die muss ich dann hochregeln in der Lautstärke und da, wenn man das dann hochregelt, hört man dann irgendwie gar kein Rauschen. Oder jedenfalls viel, viel weniger. Und so kam es dann halt jetzt dazu, dass ich sehr oft einfach intern aufgenommen habe und nicht mehr so diese Wireless-Funktion genutzt habe. Denn ich wollte halt wirklich immer die beste Qualität haben und da war mir dann ehrlich gesagt dann diese Kabellosigkeit einfach egal. Da habe ich dann einfach wieder synchronisiert und das war es dann auch wieder. Ich glaube, man muss hier einfach mit einem kleinen Qualitätsverlust einfach eben leben. Das ist, hoffe ich, ich glaube es, bei jedem Mikrofon so. Aber dafür, dass es dann halt wireless ist, hast du dann halt, wie gesagt, einfach weniger Arbeit in der Nachbearbeitung. Und mal abgesehen davon, das Rauschen ist jetzt auch nicht so hörbar, sodass man jetzt nicht sagen würde, oh, das nervt mich jetzt wirklich enorm und ich gucke jetzt das Video von dem BenTube TV nicht. Also daran liegt es jetzt nicht. Das hat dann andere Gründe, wieso ihr meine Videos nicht guckt. Um das Ganze jetzt also auch nochmal final zusammenzufassen, kann ich einfach nur sagen, es ist auch heutzutage immer noch eins der besten Mikrofone, wenn nicht sogar das beste Wireless-Mikrofon, was man sich für das Geld kaufen kann. Die Bedienung, darunter das Touch-Display und der Regler, die Klangqualität, die Reichweite, alles stimmt hier irgendwie und für ein günstiges Wireless-Mikrofon einfach nur das, was man braucht. Also kann ich jetzt auch hier eigentlich auch nur wieder eine Kaufempfehlung dafür aussprechen, denn ich habe hier nichts Wirkliches zu kritisieren, außer halt nur mal die Dinge, die ich gerade erwähnt habe. Also das war es jetzt aber erstmal mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da. Ich verabschiede mich. Ciao.